Werner Kreuz, ÖVP, ist schon am Wort. Thema Kleinunternehmer melden, denn die wurden heute schon sehr viel zitiert, meistens mit falschen Informationen, dementsprechend das unterstützt. Wo profitieren die Kleinunternehmer? Die Kleinunternehmer profitieren von der Tarifsenkung, genauso wie jeder andere, sobald er ein gewinnbringendes Unternehmen hat. Wenn er nur wenig Gewinn macht, profitiert er durch die geringere Sozialversicherungsleistung, weil hier auch die Mindestbemessungsgrundlage gesenkt wird. Macht er Verluste, wird erstmalig geschaffen, dass ein unbefristeter Verlustvertrag geschaffen wird. Es gibt auch Verbesserungen für Kleinunternehmer bei den Betriebsübergaben, bei der Grunderwerbsteuer, da auch hier die Freibeträge erhöht worden sind. Es gibt auch, wie wir heute noch beschließen werden, Verbesserungen im Erbrecht, da auch hier die Auszahlungen gestundet werden können. Es gibt Verbesserungen bei der Finanzierung durch das heute noch zu beschließende Crowdfunding, aber auch durch die Änderungen im Untreueparagrafen, wo wieder leichtes möglich sein wird, Kredite zu vergeben. Es gibt Änderungen im Finanzstrafrecht. Es werden nur mehr grobe Fahrlässigkeiten strafbar. Und genau kleine Unternehmen haben keine Rechtsabteilungen und daher sind die besonders gefährdet, durch leichte Fahrlässigkeiten in die Finanzstrafe zu kommen. Es gibt Unterstützung, wenn man einen ersten Mitarbeiter hat, wenn man eine Aushilfe braucht durch Wegfall der täglichen Geringfügigkeitsgrenze. Auch da kann man dementsprechend unterstützen. Aber natürlich gibt es auch Belastungen. Belastungen gibt es hier vor allem bei der Erhöhung der Grundlage. Denn wenn viel Gewinn gemacht wird, muss er mehr Sozialversicherung zahlen, erhält dafür auch mehr Pension. Wir haben ein Problem mit der Registrierkasse. Warum er so Mickey-Maus-Beträge genommen hat bei der Einführung, ist mir nicht ganz nachvollziehbar. Aber grundsätzlich kann man auch sagen, auch hier gibt es Vorteile. Denn bei einer Überprüfung durch das Finanzamt hilft die tatsächliche Aufzeichnung der Registrierkasse gegenüber einer sonstigen leichteren Schätzungsbefugnis der Finanzamt. Alles in allem muss ich sagen, für Kleinunternehmen ist diese Reform keine wesentliche Benachteiligung. Es kommen sehr gute Aspekte, vor allem im Gesamtmodell, was wir heute und diesen Tage beschließen werden, zu tragen und kann als Klein- und Mittelbetriebsvertreter den gut zustimmen. Noch ein paar Worte zum Herrn Kollegen Stefan. Ich glaube, Sie waren da nicht ganz aktuell bei Ihrer Recherche. Die Teilentgeltbestätigung ist eigentlich nicht mehr im Familienbetrieb, ist gefallen. Das gibt es nicht mehr, sodass da fällt das raus im Prinzip. Es gibt auch sehr viele Bereiche, wo weniger rausfällt, vor allem im ländlichen Raum, wo die Verkehrswerte relativ gering sind. Und es gibt auch vernünftige Berechnungsmethoden, die derzeit in die Verordnungswege da sind, um solche Vorfälle möglichst hinterhand zu halten. Also glaube ich, dass man hier nicht mehr ganz aktuell war bei der Rede. Diesbezüglich hoffe ich, dass man da dementsprechend das durchbringen. Danke. Sagt Werner Kreuz von der ÖVP. Als nächster Redner am Wort Gerald Lorca von den NEOS.